Oh Leute, ich bin ein bisschen im Stress. Heute später nach Hause gekommen. Das Video muss jetzt fertig werden. Ich weiß noch nicht, ob ich es schneide oder ob ihr diesmal Uncut eine Folge kriegt. Aber wir reden heute über Donkey Kong. Das wurde gefragt und verlangt. Kurz noch zu den Schweizer Wörtern. Also schickt mir eine Liste rein. Dann mache ich eine Folge für Freitag. Derjenige, der kommentiert hat, weiß Bescheid. Aber ich habe jetzt bis Ende der Woche ein bisschen viel Stress. Also ich komme nicht so schnell zu... einer Folge mit Zuschauern. Gut, Donkey Kong. Ja, ich sag mal so. Ich mag Donkey Kong, aber ich bin nicht der größte Fan. Ich habe Angst und Respekt vor den Spielen. Weil die sind besonders schwer. Ja, ihr merkt es schon. Also ich habe nicht viele Donkey Kongs gespielt. Die einzigen, oder mit denen, die ich halt in Kontakt gekommen bin und durchgezogen haben, sind Country Returns und Tropical Freeze. Ganze Original-Country-Reihe habe ich zwar mal angespielt, aber ich habe die noch nie geschafft. Also noch nie durchgespielt. Steht auf meiner Bucketlist sozusagen. Wird irgendwann mal erledigt. Aber wann und wie und wo, weiß ich noch nicht. Ich würde mir halt wünschen, dass ein Remake von den drei kommt, also eine Art Remaster. Das dann auch vielleicht ein bisschen anfängerfreundlicher ist. Und ja, ansonsten habe ich von Donkey Kong eigentlich auch nur das Original Arcade Game gespielt. Und manche Spin-Offs. Ich weiß nicht, ob du halt Diddy Kong Racing zum Beispiel mitzählst. Absolut geniales Spiel, mag ich sehr. Aber viel kann ich zu Donkey Kong halt nicht sagen. Nur, dass diese Spiele, auch wenn sie brutal schwer sind, ich unbedingt mal gespielt haben will. 64 auch, Donkey Kong 64, habe ich auch noch nie gespielt. Und ja, muss ich unbedingt mal nachholen. Ja, gesagt, jetzt kommt ja der Returns-Teil nochmal raus. Werde ich mir nicht holen. Weil, ja, habe ich schon gespielt. Muss ich jetzt nicht nochmal haben. Aber Original-Country-Reihe würde ich mich freuen, wenn sowas mal irgendwann geplant ist. Die Musik von Donkey Kong ist aber bombastisch. Also einer der besten Videospielmusik, die es gibt. Aber gut. Hause Nintendo macht halt eh krass gute Musik, ne? Oh, ist er jetzt tot oder? Er kriegt mich zumindest nicht. Oh mein Gott, oh, aufladen, aufladen. Was, die Partie ist schon vorbei? Das ging ja schnell. Ich glaube, dann kann ich doch cutten, ja. Spiel 3, Casuals. Da kann ich inzwischen auch cutten. Passt schon, passt schon. Ja, ja. Okay. Also wie gesagt, das Thema Donkey Kong ist sehr schnell abgehakt. Ihr fragt mich halt, wie ich das finde. Ja, wie finde ich denn das Franchise? Da muss ich sagen, auch wenn ich wenig Donkey Kong Spiele intus habe, ich muss zugeben, ich finde Donkey Kong... Ja, toll. Okay, cool. Danke, Antivirus. Ich finde Donkey Kong mega cool und wisst ihr warum? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers. Und einige von euch sind vielleicht zu jung, um das zu kennen. Aber Donkey Kong lief tatsächlich mal als so animierte Serie auf, was war es, Super RTL? Ja, ich glaube, morgens auf Super RTL lief es. Und, ja, das habe ich immer sehr gerne geschaut. Ich fand das mega cool, dass ein Nintendo-Charakter im Fernsehen ist. Heute könnte das Standard sein, na, wir... gehen ja, okay, wilde Partie, jeder fliegt raus, geil. Wir schauen ja so ein bisschen... Oh Mann, lasst mich schon diese Folge machen. Ich habe schon Zeitdruck, also die Folge kommt super spät, vielleicht um 8 Uhr oder so, keine Ahnung. Aber heute war Stresstag. Ich muss halt zugeben, diese Serie sieht schon ziemlich hässlich aus heutzutage, ne? Das ist halt sehr billig dargestellt, aber für die Zeit... war das vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wann das genaue Jahr war, als diese Donkey Kong-Serie rauskam.
Aber ja, das war vielleicht auch noch vor Toy Story, also Pixar und ihr unfassbar kreatives und geiles Produkt, was die da halt in Sachen Animation produziert haben. Aber ja, damals als Kind war das halt nicht so wild, ne? Man war auch vielleicht nicht so was Modernes gewohnt, dass halt die Lippen sich richtig bewegen und die Augen halt menschlicher erscheinen oder zumindest charaktervoller. Ja, das hat mich damals nicht so gestört. Ich fand Donkey Kong immer mega cool, dass das im Fernsehen kam. Ich wollte da immer jede Folge sehen. Es gab auch fast nur Canon-Charaktere. Also wir hatten Donkey Kong, Diddy Kong, King K. Rool, der noch zwei quasi Critters, aber speziellere Critters als Helferlein hatte. Und ja, dann gab es, glaube ich, noch einen, für den Donkey Kong arbeitete. So einer mit Bart. Den gibt es, glaube ich, in den Games gar nicht. Aber Funky Kong gab es zum Beispiel auch. Dixie Kong gab es, Cranky Kong. Ja. Die ganzen 64 Kongs gab es leider nicht. Glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und Candy Kong, hieß die so? Ich glaube, die ist auch nicht aus Videospielen. Aber das war so der Crush von Donkey Kong. Es ist eine wilde Serie. Wer sie sich mal geben will, ich glaube, Amazon Prime hat die gerade im Programm. Zwei Seasons. Ich weiß nicht, wie viel es davon gibt. Aber könnt ihr euch gerne mal gönnen. Ist wild. Ist wirklich wild. Es geht immer um diese Kokosnuss, die heilige Kokosnuss oder so, die dieses Kong Island oder wie das heißt, intakt hält. Und King K. Rool will das halt immer stehlen, denn wer die Kokosnuss hat, der ist halt der Herrscher über die Insel. Oh lol, nice timing. Schon wieder dieser Jo. Ja, jedenfalls, ich kann mehr darüber reden als über die Games. Das ist schon traurig, ne? Dafür einen Daumen runter von King Flo. Tut mir leid. Ich weiß, du bist heftig Donkey Kong-Fan, ne? Also, ich gehe mal davon aus, dass du viele Donkey Kong-Spiele gespielt hast. Lass mich das gerne mal wissen. Du freust dich ja auch aufs Remake. Da freue ich mich für dich und alle Donkey Kong-Fans, die halt bedient werden. Aber ich brauche das jetzt nicht so. So, wir machen noch ein Game. Wenn mir in der Pause noch was einfällt zu Donkey Kong, dann hau ich damit raus. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass auch ihr vom Wetter profitiert habt. Es wird morgen bei uns ein bisschen schlechter, glaube ich. Aber es ist heute brutal heiß gewesen. Ja, ich glaube, mit Donkey Kong bin ich jetzt durch. Aber ich habe noch eine Frage an euch, die alle hier noch dran sind. Ihr seid die richtig geilen Zuschauer. Frage an euch, ihr dürft mitentscheiden. Jetzt kommt ja demnächst Awakening. Erste Folge ist schon produziert. Und jetzt ist meine Frage, wie schaut es da aus? Könnt ihr es verkraften, alle zwei Tage ein Awakening zu haben und alle zwei Tage ein Splatoon-Part? Oder, weil mein Plan ist es, dass Splatoon jetzt demnächst so ein bisschen pausiert wird. Bis das wieder ein bisschen Content nachgerückt wird. Und Awakening kommt dann täglich. Also lasst mich da mal wissen, was da eure Präferenzen sind. Und ansonsten, ja, ist der Plan halt, dass jetzt Awakening am Freitag startet, übers Wochenende halt läuft und dann ab Juli halt durchgezogen wird. Also dann wird Splatoon definitiv so ein bisschen in den Background gedrückt. Heißt nicht, dass gar keine Splatoon-Folge mehr kommt, aber ja, wird mehr auf Streams gelegt. Also dann könnt ihr halt in Streams mit mir zocken, immer auf Twitch. Ich versuche das auch auf YouTube irgendwie anzukündigen. Mit den Beiträgen oder so. Dann wisst ihr halt Bescheid. Stimmt, und mir ist noch ein Spiel eingefallen, was ich halt auch gespielt habe, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so relevant, aber Donkey Konga.
Mit dem Bongo-Controller. Hab ich nie selbst besitzt. Aber ein Freund von mir hatte das. Und wir haben das öfters mal die ganze Nacht durchgespielt. Ja. Es gibt ein Spiel, das würde ich ganz gerne mal probieren. Das ist dieses Donkey Kong... Heißt es Jungle Hijinks irgendwie so? Jedenfalls ist das so ein Rennspiel. Mit so Jetpacks, glaube ich. Ich glaube, das sollte noch einen Nachfolger kriegen, wo man dann auf Tieren reitet. Aber das wurde dann irgendwann gecancelt. Vielleicht existiert dieses Spiel auch gar nicht und ich habe hier ein falsches Mindset. Da kann mich King Flo vermutlich aufklären. Aber wenn es so ein Spiel gibt, will ich das mal sehen. Ich habe davon auch noch nie Gameplay gesehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sowas existiert. Ich kenne so ein Cover-Art, wo Donkey Kong mit diesen Barrels halt rumfliegt. Aber ich habe gar keine Ahnung, ob das existiert und wenn, wie gut es ist. Aber es scheint wohl nicht allzu krass zu sein. Ansonsten würde man ja so ein bisschen mehr davon hören, oder nicht? Oder nicht? Naja, ich hoffe, das Thema Donkey Kong hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und morgen würde ich dann ganz gerne über Zelda reden. Ein Spiele-Franchise, worüber ich viel mehr labern kann und stundenlang labern könnte. Aber wir halten die Folge kurz, da ich will euch nicht zu viel Zeit rauben. Ja, ansonsten wünsche ich mir ganz gerne einen Daumen hoch von jedem, der bisher geschaut hat, damit ich ein bisschen abgekühlt werde. Und ich hoffe auch, ihr trinkt genug in dieser Hitze. Weil es ist echt übel zurzeit. Naja, wie in Donkey Kongs Dschungel, oder? Bis zum nächsten Mal und tschüss.